Ja, moin moin meine HSV-Freunde. Ich bin ja heute hier. Ich muss mich ja erholen von den Schock. Aber wie gesagt, als erstes Entschuldigung an Frank Schmidt von Heidenheim. Ich war emotional gestern. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die erste Liga. Aber wie gesagt, es hat natürlich einen bitteren Beigeschmack. Da gibt es schon gar keine Diskussion über diese Nachspielzeit. Ich will euch nur mal eins sagen, ein Szenario erzählen. Das hätte 2-2 gestanden. Bei Regensburg gegen unsere Freunde aus Heidenheim. So, und wir hätten 0-0 gehabt. Und hätten das Tor in der 11. Minute gemacht, das 1-0. Was hier in Deutschland los gewesen wäre. Was wäre hier los gewesen? Nur Tare, Betrug und Lügen und immer der HSV. Ich kann das bald nicht mehr hören, Jungs. Und auch eure Sache da im Internet. Das hätten wir schon eher gewinnen müssen. Das ist mir vollkommen klar. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber im Grunde genommen ist das so, ich kann ja nur immer sprechen, was jetzt gerade läuft. Und das ist gestern gelaufen. Also ich muss schon sagen, viele Leute haben da vom Betrug gesprochen. Nicht nur HSVer. Die Zeitung natürlich nicht hier in Hamburg. Die sind natürlich schon wieder froh, dass das so ist. Aber ich sage auch, das war Betrug und nichts anderes. Das kann sonst kann das ja gar nicht gehen. Das kann nicht gehen. Du für Nacht wie Zeit. Gibt das ja nicht mal in Südamerika. Da musst du ja jetzt immer, wenn du zum Fußball gehst, Brot mitbringen oder deine Tabletten. Und wenn du zuckerkrank bist, deine Zuckerspritze. Also entschuldige mal eben 11 Minuten. Und nachher war da 15 Minuten an der Uhr. Also der Mann hat ja eine Scheibe. Ich hätte gerne mal das Gespräch verfolgt aus dem Keller zu diesem Mann. Zu dem Schiedsrichter. Also ich habe das, also, aber ich habe ja recht behalten. Kleindienst macht einen rein. Der wurzelt immer einen rein. Ja, ich will das auch abschließen. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Jetzt kommt Stuttgart. Wird eine schwere Partie. Aber ihr habt doch gestern gesehen, ist alles machbar. Aber was ich immer sage, Schiri und Keller, die bestimmen fast alles. Alles. Aber wie gesagt, der HSV, der existiert weiter. Und solange Helmpeter am Ball ist, ist er HSV-Fan, das wisst ihr ja auch. Aber wie gesagt, es ist ja auch noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Stuttgart ist eine Riesentruppe. Das ist eine Riesenmannschaft. Oh, Entschuldigung, ich habe hier ein Schlagloch. Das ist eine Riesenmannschaft. Aber wie gesagt, machbar ist alles. Und wir wollen mal sehen, was da läuft. Nur unsere Truppe hat alles gegeben. Ich wollte nur mal ein Beispiel sagen, wegen des Schiedsrichters. Der andere Magadro aus Bayern, der ist ja ganz ordentlich gepfiffen, im Grunde genommen. Aber wie gesagt, wir wechseln den unseren Ansi ein. 57 Kilo, der kann keine Fliege was tun. Der hat einen Zweikampf mit 90 Kilo Mann. Gelbe Karte, hat noch nicht. Hatte den Ball zweimal berührt. Und so geht das immer weiter. So, Jungs, ich bin hier auf der Alter Kuschelsee. Und jetzt fahre ich nach Hause, aber das musste noch mal gesagt werden. Alles Gute für Darmstadt, alles Gute für Heidenheim. Die erste Liga wird sich freuen. Alles gut. Ich bin nicht mehr böse, ich bin nicht mehr aggressiv. Aber gestern, das ging mir auf den Sack. Alles klar, nur der HSV. Hau rein ins Tango. Tschüssi. Und die Daumen drücken gegen Stuttgart. Das ist keine Übermannschaft. Alles klar. Aber sind natürlich klare Favoriten. Also hundertprozentig auch. Sind hier auch in Hamburg noch Favorit. Aber jedes Spiel muss gespielt werden. Ich hoffe mit einem normalen Schiedsrichter und nicht mit 120 Minuten. Mit Verlängerung. Alles klar. Tschüssi. Na, da hast du.